Als nächstes werden wir das Taproot Wallet in Phantom aktivieren. Dazu entsperren wir zunächst einmal unser Phantom Wallet, gehen hier auf die drei Striche, Einstellungen und dann auf Active Network und schalten dann bei Bitcoin Beta hinzu. Wenn wir jetzt zu unseren Accounts zurückgehen und auf Bitcoin klicken, sehen wir, dass wir eine native Bitcoin Segwit-Adresse haben. Was wir allerdings brauchen, um Ordinals nutzen zu können, ist eine Taproot-Adresse. Nachdem wir das Segwit Wallet in Phantom aktiviert haben, müssen wir nun ein Taproot Wallet auswählen, da Ordinals nur auf dem Taproot Upgrade aufgesetzt sind. Wir entsperren das Phantom Wallet, gehen hier auf die drei Striche, Einstellung, dann Einstellung und dann hier bevorzugte Bitcoin-Adresse, schalten auf Taproot und schließen Native Segwit, damit wir keine Verwechslung haben. Wenn wir jetzt wieder zurück auf unsere Wallets klicken, sehen wir hier, dass hier jetzt Taproot steht und sich die Adresse geändert hat. Sie beginnt jetzt nämlich nicht mehr mit BC1Q, sondern mit BC1P. Jetzt ist unser Wallet bereit für Taproot und Ordinals, benötigt aber noch etwas Bitcoin. Also werde ich auf dieses Wallet jetzt noch etwas Bitcoin übertragen und komme dann zurück, wenn der Vorgang abgeschlossen ist. Ich befinde mich hier jetzt auf Magic Eden und wie wir an diesem kleinen Bitcoin-Symbol hier sehen können, bietet uns natürlich Magic Eden auch die Möglichkeit an, als Shop für Ordinals fungieren zu können. Allerdings, wenn wir auf Connect Wallet klicken, sehen wir, dass das Phantom Wallet noch nicht als Ordinals Wallet gelistet ist, um uns bei Magic Eden damit verbinden zu können. Deswegen empfehle ich ordinalswallet.com, was nicht nur ein Web-Wallet analog zur MetaMask, nur halt für Bitcoin gedacht ist, sondern Ordinals Wallet ist auch eine Webseite, auf der wir die Möglichkeit haben, unsere eigenen Ordinals zu inscriben oder ein Markt zu sein, auf dem wir Ordinals und die neuen BRC20 Token, die den ERC20 Token bei Ethereum, also den fungiblen Token, nur halt auf Bitcoin-Basis angelehnt sind. Wir gehen hier also auf Connect Wallet und verbinden uns mit unserem Phantom Wallet. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder auf Market zu gehen und dann verschiedene Ordinals mit den Bitcoins, die wir auf das Ordinals Wallet transferiert haben, zu kaufen. Oder wir haben die Möglichkeit, unser eigenes Ordinal zu inscriben mit einem Klick auf Inscribe. Wir sehen jetzt hier, dass wir, wenn wir einen Ordinal inscriben wollen, die Datei nur maximal 300 Kilobyte groß sein soll. Ich klicke hier jetzt auf Choose File und probiere das Ganze einmal aus mit einem Bild, was ich vorbereitet habe. So, wie wir jetzt sehen können, beträgt die Minting-Gebühr für das Minten dieses Ordinals satte 91 Euro. Das ist deutlich mehr, als ich an Bitcoin aufgeladen habe. Mit einem Klick auf Inscribe würden wir dann das Ordinal entsprechend minten. Aber aufgrund der extrem hohen Gas-Fees werde ich das an dieser Stelle belassen. Ich hoffe, das war interessant genug, um schon mal einen Einblick in Ordinals zu bekommen.